Hallo, ich kann das Video nicht drehen, es ist einfach zu peinlich. Ich möchte den Jugendsünden-Tag machen, den was Knuffi und mein Jador damals ins Leben gerufen haben. Ja, und fangen wir gleich mal an, weil sonst rede ich wieder so viel Blödsinn. So, also angefangen hat meine Schminkzeit mit 13, 14, glaube ich. Also, aber nicht jeden Tag, so wie jetzt zum Beispiel, sondern eher nur, wenn ich in die Disco gehe mit meiner Freundin. Dann habe ich so ein Quattro mit vier Lidschatten gehabt. Quattro heißt das, oder? Ja, ich glaube. Und da war rosa und drei lilane drin, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ein Ton ist mir da auch damals rausgebrochen, wenn man das mal runtergeflogen ist. Ja, und da hatte ich auch die Phase. Ich weiß nicht, wo ich das aufgabelt habe. Ich habe keine Ahnung. Ich habe roten Lip Liner benutzt. Ich habe jetzt den von MAC, weil ich habe den alten nicht mehr. Den habe ich hier so über den Rand halt gemacht. Und dann Lipgloss drüber. Einen transparenten Lipgloss. Das ist mein erster Lipgloss gewesen. Der war damals von Yves Rocher. Da haben wir sich was aussuchen dürfen. Und da habe ich mir damals den nehmen wollen. Von meiner Mom damals. Sie hat den Katalog auf den Tisch gelegt und alle. Also meine zwei Geschwister und ich, weil wir sind ja drei Mädchen und ein Junge, haben Make-up aussuchen dürfen. Ich habe mir damals den Lipgloss ausgesucht und das war so ein Stick, der hat so cool gerochen. So wie der jetzt von der, wie heißt die LA? Crazy Good Times. So ähnlich, nur war der silber mit Glitzer. Und den habe ich mir immer dann daher geschmiert, so richtig, dass das Dekolleté, obwohl ich ja damals noch keins hatte, glitzert hat. Das habe ich auch immer auf der Projektwoche benutzt. Das wollte dann jedes Mädchen von meiner Klasse, wollte das dann auch unbedingt benutzen. Ja, das waren die zwei Sachen. Den habe ich auch damals leer bekommen. Den Stick auch, der war dann ganz klein. Den habe ich aber dann wegholen müssen, weil er dann doch schon zu alt war. Den Lip Liner, der war damals von Bieber. Das war der rote. Ich habe damals immer nur Bieber Kajal oder sonst irgendwas gehabt. Also meistens Bieber, Claire's Lipgloss oder ja, das restliche halt. So, dann mit 15, 16 sowas kam die Lipgloss-Phase, eine extreme Lipgloss-Phase. Und zwar habe ich immer mit meiner Cousine viele Lipgloss gekauft. Wir haben viele zu Hause gehabt. Also mich hat das Puder oder so damals nie interessiert. Niemals, sondern nur Lipgloss. Und wir haben beide sich immer das so hingeschmiert, dass das bis da runtergeronnen ist. Also richtig, dass das bis da. Wenn ich. Heute kann ich das gar nicht mehr, sondern es ist richtig bis da unten gewesen. Und wir sind so auf die Straße gegangen. Das war echt ein Horror. Moment, ich muss was holen, das habe ich draußen vergessen. Da zeige ich euch noch was. Wir waren ja richtige Lipgloss-Junkies. Richtige Lipgloss-Junkies. Und ich habe damals so ein Buch angefangen. Und da möchte ich euch was ganz Bestimmtes zeigen. Ich habe auch so mit Dior Lipgloss und so. Das habe ich mir vom Internet rausgesucht und habe es dann ausgedruckt. Lass das. Die hatten wir total gerne. Die gibt es ja heute auch noch. Das sind die von Essence. Den Erdbeer hatte ich immer am meisten. Weil den fand ich damals schon cool. Dann die hier hatten wir auch Hülle und Fülle. Das sind die von Maybelline. Dann, ich weiß nicht, ob man die jetzt da erkennt. Das sind die von Wet n Wild. Kennt ihr noch wer? Die mit den richtig vielen Glitzer, was du nicht mal benutzen hast, können wir deinen Mund so glitzern. Ich fand die Gerüche aber damals schon so cool. Mein Hund will diesen Bommel hier haben. Ja, dann von Yves Rocher, die habe ich auch oft gern benutzt. Da habe ich sogar noch einen. Die von Jelly Baby. Also, wie heißen die? Sweet Jelly. Jetzt heißen die Jelly Baby, glaube ich. Die da unten. Sieht man die? Ja, da. Da habe ich immer den rosenen gehabt damals, weil den fand ich immer urcool. Da hat man die Wet n Wild noch besser abbildet. Hier, den orangenen und den rosenen fand ich am coolsten damals. Ja. Also. Wet n Wild war sowieso eine von meinen Lieblingsmarken damals. Aber die gibt es ja nicht mehr bei uns, weil Woolworth ist ja aufgelöst worden in Österreich. Leider. Guckt mal, und hier ist das Schimmerpuder von meiner Schwester abbildet, was ich damals so cool fand. Also was ich jetzt so cool fand, was ich damals nicht so interessiert habe. So gehört das. Bei mir war es nur Lipgloss. Das war auch einer meiner Lieblinge von Essence.
Der war ja so toll. So wie der Pinke, den fand ich damals auch urcool. Aber wir haben immer nur transparente Lipgloss benutzt, nie solche farbigen. Wenn sie Farbe abgeben haben, so wie der zum Beispiel da oben, dann hat der uns überhaupt nicht interessiert. Immer nur so was glitzern oder Glanz haben oder so. Aber nie welche mit Farbe, nie. Das war überhaupt nichts für uns. Ja, was gibt's denn da noch, weiß ich. Okay, dann ist ja schon aus. Ich habe da auch, glaube ich, noch ein paar Bilder drin. Moment, schauen wir mal gemeinsam da rein. Guckt die alten Lidschatten noch von Essence. Total cool. Ein Wahnsinn, oder? Ja, die habe ich auch gern benutzt. Da habe ich damals auch einen gehabt, den durchsichtigen. Den habt ihr da oben. Der steht noch neu dabei, die sind schon lange nicht mehr neu. Das war's. Einen Lippenstift habe ich auch gehabt, das war der damals. Den habe ich aber nie benutzt. Den müsste ich auch sogar noch irgendwo haben. Schaut euch das an, das ist auch cool. Was ich da alles habe. Das denkt man sich gar nicht, ne? Ich hatte auch einen urdunklen Lippenstift. Moment. Ich habe noch was ganz Interessantes gefunden. Könnt ihr euch noch an diese hier erinnern? Die Jelly Baby, das war damals die Jelly Baby. Den Yummy Yummy 02 fand ich damals so geil. Oh, dann habe ich mir so viele Backups damals gekauft. Da fanden wir nur die Lipgloss cool, der Rest war uninteressant. Kennt ihr noch die Into the Wild Ellie? Das war ein Stöpsel davon. Oder die, das war auch eine Essence-Ellie, also ein Lipgloss von einer Essence-Ellie. Das genauso, ich glaube das war das Crazy About Color. Im Wald ein Lipgloss-Deckel. Und das sind die Lippenstifte. Also das ist echt ein Horror, wie dunkel der ist. Den habe ich auch damals nur zu Halloween benutzt. Und hier, das war mein allererster Lippenstift. Das ist einer von Le Rocher. Hier unten habt ihr den Swatch. So ein Koralleton war das. Ja. Also echt ein Horror. Echt ein Horror. So, also da ich habe auch dann schon mit 16 angefangen, also Geburtstagsgeld, Weihnachtsgeld zusammenzusparen, dass wir irgendwann einmal Lidschatten und so kaufen konnten. Und dann habe ich mir von Essence damals, da habe ich euch jetzt gerade auch vorher die Bilder gezeigt, 3 Lidschatten gekauft. Aus dem Standardsortiment. Die werdet ihr sicher noch kennen mit dem alten Muster. Der rosane war 30 Just La Vie. Und der braune 03 Inspiration. Der braune hat damals meiner Mama gut gestanden. Sie funktioniert sogar noch. Ich mag wissen, warum ich die nicht mehr benutze. Ich hab die. Moment mal. Normalerweise die Cam ausgegangen. Hier oben ist der rosane geswatcht und hier unten der braune. Man erkennt es aber überhaupt nicht. Ja. Also Lidschattentechnisch war ich nicht so bewandelt. Den braunen, ich habe immer nur einen auf ein Lip benutzt. So zum Beispiel den grünen. Ja, den grünen habe ich auch auch gekauft. Der war von der Into the Ocean, den habe ich aber nie benutzt. Den rosa nenne ich immer nur aufs ganze Lid. Oder, wenn nicht rosa, dann eben braun aufs ganze Lid. Und ja. Dann habe ich von meiner Schwester noch einen Lidschatten bekommen. Das ist also so ein komisches Ding, das war damals von Kik Hawaii, heißt das? Könnt ihr das lesen? Das spiegelt zu sehr. Da sind 3 Lidschatten drin. Die habe ich schon geswatcht. Da habt ihr den pinken. Moment, ich mache euch das mal dicker. So, da habt ihr den pinken. Den weißen, den sieht man natürlich nicht so. Also so schon, aber damit habe ich auch angefangen zu experimentieren. Also wir haben innen immer dunklen Lidschatten benutzt, außen habe ich hellen, also jetzt habe ich hier den weißen und hier in der Lidfalte hier so, habe ich den pinken benutzt, den was ihr hier seht. Wir haben immer dunklen Lidschatten in die inneren Augenwinkel gegeben und den äußeren immer, also hellen. Und unten haben wir dasselbe gemacht, wir haben immer unten
schwarzen Lidschatten benutzt und auf der anderen Seite, also ist jetzt das eh auch innen schwarz, außen hell. Immer. Bei jedem. Wir haben es mit Rot und Schwarz gemacht, mit Gelb und Schwarz. Da gibt es auch so viele Bilder. Wenn ich die finde, dann tue ich euch die am Ende des Videos, weil das ist echt ein Horror gewesen damals. Und von dem Look, das was ich heute auch trage, habe ich auch ein Foto. Da verdecke ich aber meine zwei Schätzchen. Da wird man den Look aber nicht sehen, falls ich das Bild aber finde. Weil es gibt ein Foto, das war nämlich von Silvester. Da sitze ich und da sieht man das Augen-Make-up sehr gut. Das will ich unbedingt, da frage ich meine Schwester, ob ich das haben darf, weil dann seht ihr das dann noch besser. Ja, wir haben... Ja, und dann haben wir immer Lipgloss benutzt, dass das so bis runter rinnt. Immer. Aber ohne die Pläne halt. Aber Lipgloss schmieren war immer in. Ja, was war dann noch? Mascara habe ich eigentlich immer benutzt, unten und oben. Das war eigentlich immer. Aber Make-up, wie man sieht, habe ich keines drauf. Ich glaube, das macht auch noch das Augen-Make-up noch schlimmer. Über meine Augenbrauen, da habe ich auch nie was da. Das hat mich nie interessiert. Also ich weiß nicht, ob man... Ich hatte sehr, sehr buschige Augenbrauen. Also das war... Echt ein Hammer. Überhaupt bei diesem Augen-Make-up muss ich ja sagen, jetzt verdecke ich meine Nichte nicht, aber ihr kennt sie aus den Videos. Hier habe ich wieder innen schwarz, außen weiß und dann in der Lidfalte habe ich rot. Aber das wird nicht verblendet, das ist einfach nur so draufklatscht worden mit einem Applikator. Und was sehe ich da? Oh mein Gott! Und innen hier, in dem Augenwinkel, also hier bis hier runter, habe ich roten Lidschatten noch. Also von hier innen bis hier runter gezogen. Das ist echt ein Horror. Dann, so wie auch mein Jador, habe ich pinken Lidschatten oder eben die Lidschatten, was ich auch hier benutzt habe, die von Essence, immer bis unter die Augenbraue gezogen. So wie auch jetzt gerade den pinken, den habe ich auch bis unter die Augenbraue. Ich kann euch das mal demonstrieren. Also richtig so hier unter die Augenbraue geschmiert. Und dann habe ich noch einen Eyeliner gezogen, weil in dem Girls Club Film haben die ja die Eyeliner und das fand ich immer so schön, deswegen wollte ich das auch immer ausprobieren. Ich hatte von Bieber immer diesen Flüssigliner, diesen komischen. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Eigentlich gar nichts mehr, glaube ich. Ich glaube, das reicht doch schon. Ich bin Volkswatch mit irgendwelchen Farben und ich will das unbedingt wieder abmachen. Ich fühle mich überhaupt nicht wohl damit. Ich frage mich, wie ich früher so rumlaufen habe können. Erst durch die YouTube-Videos hat sich das ein bisschen verändert, weil ich habe dann irgendwann auch gelernt, dass man innen kein Schwarz benutzen sollte, sondern immer... Das hat mir damals dann die... Brigitte von Make erklärt, weil ich habe immer noch angefangen, so 2009, 2010, wo das schon mit den YouTube-Videos angefangen hat, wo ich es auch schon immer genervt geschaut habe, habe ich auch immer noch außen hell, innen dunkel benutzt. Und da hat mir damals die Brigitte von Make, war das damals, die hat aber aufgehört dort zu arbeiten, das ist jetzt meine beste Freundin, die hat mir dann erklärt und hat mich auch einmal geschminkt, dass man das nicht machen darf. Und so habe ich das auch gelernt. Also Make... Die Mac-Ladies, also zum Beispiel Michaela, Brigitte, Moni, die haben mir Schminken beibracht. Wirklich beibracht. Und dank Moni, dank der Mac-Moni, habe ich auch angefangen, pinken Lippenstift oder roten Lippenstift zu tragen. Weil meine Mom hat damals auch nicht so eine Erfahrung gehabt von Schminken, weil sie hat sich auch nicht so interessiert dafür. Da war das auch früher noch nicht so. Du hast da einen Lidschatten draufgeklatscht und aus war's. Mascara und fertig. Ja, also das war's. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr habt jetzt keinen Schock fürs Leben, weil das ist ja wirklich strafbar, so darf man gar nicht auf die Straße gehen. Die Bilder kommen noch nach dem Video. Ich hoffe, dass mir meine Schwester ein paar rüberschickt auf die Festplatte. Dann könnt ihr das ja sehen. Ich bin schon so neugierig über eure Kommentare. Apropos, ich tagge Schnittig.
Jasmin, das muss einfach sein. Ich will unbedingt wissen, wie du damals rumgelaufen bist. Das muss einfach sein. Okay, dann... Tschüss!